So, da sind wir wieder bei Let's Adventure. Nein, Spaß. Heute das 23. Weihnachtsvideo am 24. Das 24. schon aufgenommen, also nehme ich das 23. danach auf. Und ja, ich zeige heute mal ein bisschen von meinem Server, der vielleicht gegebenenfalls später mal wieder besser und flüssiger laufen wird. Das muss ich den Admin dann gleich fragen, aber das mache ich jetzt nach dem Video einfach. Gut, was ich als erstes sagen möchte, da tausend Menschen fragen, eine Million Trillionen Trilliarden. Die IP werde ich, kann ich gerne noch in die Beschreibung packen, wird euch noch nichts bringen, der Server ist noch zu sehr ausgelastet. Also könnt gerne mal draufschauen, aber es sind nur 30 Slots frei und die VIPs, die halt für mehr Rechte und für dafür zahlen, dass der Server halt wirklich auch dauerhaft gehostet werden kann, weil der Server irgendwie, weiß was ich, 80, 90 € oder so kostet. Oder mehr, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas rum. Ja, genau. Also da ist der Server-Admin. Ich schreib mal, ich nehme grad auf. Gut, jetzt sind sie alle verwirrt. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr zoomen wollt, das da. Z. Einfach Z drücken, wenn ihr Optifine installiert habt. Ja. Weil es nervt, weil alle das mal wieder sagen. Z, 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 Z. Die Taste Z auf der Tastatur. Aber ihr müsst Optifine installiert haben. Wie ihr es installiert, sage ich euch nicht. Das findet ihr schon selber raus. Und ja. Das ist der Spawn. Ja, ich kann Eisentüren mit Rechtsklick öffnen, weil ich Admin bin. Hier stehen nur die ganzen Administratoren und Mods und alles und Regeln und so weiter. Könnt ihr gerne durchlesen. Und keine Fragen nach Fotos. Ah, Zombie. TeamSpeak gibt's auch. Alles Mögliche. Und dann geht man hier rein und ui, fällt in die Welt rein. Natürlich wollen wir nicht laufen. Wir können ja fliegen. Sind ja Admins. Ja. Gut. Dann zeige ich einfach so ein paar Sachen. So ein paar Häuser. Vielleicht kann ja einer schreiben, hey, bei Minute 12, 13, mein Haus war das links unten in der Ecke, wo Zombie einfach mal kurz eine Sekunde drüber geflogen ist. Dann, und so. Natürlich lädt die Welt nicht so schnell mit, wie ich rumfliege, aber hey. Das stört ja nicht so wirklich. Ich versuche einfach mal ein paar Häuser zu zeigen. So, also nicht reingehen und so, weil es ist wirklich die gesamte Landschaft voll mit Häusern. Und bitte Bodenlade doch, das sieht hässlich aus. Wir wollen keine Höhlen sehen. So, da gibt es zum Beispiel dieses Gebäude. Keine Ahnung, was das ist. Oder ich glaube, da hinten habe ich mal ein schönes gesehen gehabt. Ups, Frame. Da, genau, das fand ich schön. Das sieht cool aus. Ist zwar noch nicht fertig, aber es sieht schon mal schön aus. Ist das Endstein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ja, also das ist so der Nutzerbereich, den kann ich jetzt, könnte ich jetzt komplett abfliegen. Da ist ein Pixelart, was ich gemacht habe. Hier eingebildet. Dann, das ist die Himmelstadt Sky. Wie habe ich die jetzt genannt? Skyward? So wie Zelda oder wie habe ich die? Ja, Skyward. Wie das neue Zelda, so heißt die Stadt. Genau. Da, die habe ich, also den Anfang Teil habe ich gebaut, bis dorthin. Die Wege hier drin auch noch, aber die Häuser da drin sind alles jetzt vom Nutzer gebaut. Zum Beispiel dieses Haus hier ist von. Steht das hier irgendwo? Das steht doch bestimmt. Hey, ich wollte nicht T drücken, ich wollte Z drücken. Und QMG tut hier to wohnen, tuten, tun. Ja, das ist Haus von. Also beziehungsweise die öffentliche Bibliothek von QMG, wo man, wenn man sie von unten anschaut, ein Creeper ist. Finde ich sehr cool gemacht. Dann natürlich noch hier, Herr DKs Residenz. Ups, nicht so weit. Hier wohnt DK tuten, wohnen, tuten, tun. Da hat er sich so ein kleines Tempel noch gebaut dahin und so seine Kirschbäume mit pinker Wolle. Dann wohnen hier andere Nutzer, keine Ahnung. Stehen keine Schilder, wer da wohnt. Steht da, wer. Zikas anwesend, keine Ahnung, wer das ist. Aber er wohnt hier auf jeden Fall. Dann haben hier noch zwei einen riesen Wurst gebaut. Weiß ich nicht. Und warum denn nur? Da, das soll so eine riesige Wurst von oben sein, das weiß ich noch. Ja, das ist so der kleine VIP-Bereich. Da, wo die VIPs bauen dürfen. Jetzt gebe ich euch noch kurz einen Einblick, die in dieses Portal, da waren nicht viele bisher drin. Und, also nur die VIPs eher gesagt. Und es ist die VIP-Welt, wo man auch nur als VIP reinkommt. Hier ist es ein wenig leerer natürlich gesamt. Und sieht auch ganz schön aus. Das ist mein Zombies Wasserreich-Tempel. Den zeige ich kurz nur mal von außen, weil so viel Zeit habe ich auch nicht. Da, epischer Tempel, der in der Luft schwebt. Dann habe ich dann Pixelart von mir, DK, QMG und dem Serverhaus Schlingel. Da ist vom Schlingel das Haus. Können wir auch mal gerne kurz einfach mal reinlaufen und uns umgucken. Ja, so sieht ein Haus eines Server-Admins aus. Ein kleines eigenes Haus. Ist doch schön.
Genau. So, und dann ist hier hinten noch so, das ist eine Mobfalle. Das große hier. Das ist das einzig hässliche eigentlich hier. Ansonsten sind hier ganz viele kleine Häuser gebaut, Felder und alles. Und die, ja, haben sich einfach so alle ganz lieb eingenistet. Ich finde es sehr schön hier. Hier ist es angenehm. Bis auf dieses komische Etwas, das eigentlich abgerissen gehört, schon fast so hässlich ist es. Ja. Wirklich wahrscheinlich an uns das Video schreiben. Hey, das hässliche Etwas ist meins. So, das hat sich die DK gebaut. Soll aus World of Warcraft irgend so ein Baum sein, aus einem Grizzly-Hügel. Wer es kennt, kann sich drüber freuen. Ich kenn's. Aber will jetzt hier nicht so insidermäßig klingen, reden, dass ich irgendwie nerdig klinge. Ja. So. Ja, das war der VIP-Bereich. Auch ganz schön. Und so mit dieser kleinen Rundtour beende ich schon die Rundführung. So viel gibt's hier noch. So viel riesige, tolle Gebäude gibt's vielleicht bestimmt irgendwo noch versteckt, aber ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen, weil ich mich noch nicht genau umgucken konnte, weil ich letztes jetzt sehr wenig Zeit habe. Aber so ein bisschen hier einen kleinen Überblick über den Server habe ich euch jetzt mal verschafft. Warum fliegt dein Block? Achso, das ist deine Hand. Genau. Jetzt hat man gerade nicht gesehen, was so dunkel war. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim 24. Video, was ich direkt danach hochlade, was wahrscheinlich sogar schneller verarbeitet ist und hochgeladen als das 23. Hoffe ich mal einfach nicht. Wieder. Bis dann, euer Zombie.